befinden uns hier am Bahnhof von Bischofswerda. Ist ein wichtiger Knotenpunkt auf der Strecke von Dresden nach Görlitz, als auch auf der Strecke von Dresden nach Zittau. Seit 1978 gibt es die Diskussion, diese Strecke zu elektrifizieren. Seit 2003 ist es sogar vertraglich geregelt zwischen Sachsen und Polen, dass diese Strecke elektrifiziert wird. Bis heute ist nichts passiert. Deswegen fordern wir als AfD umso mehr, dass diese Strecke endlich elektrifiziert wird, nicht bloß von Dresden nach Görlitz, sondern auch von Dresden nach Zittau.